Frechheit kommen. Ich bin gespannt, wie das laufen wird. Das Abendessen, zu dem wir drei Leute eingeladen haben. Und davon ist schon jenseits. Und für Arthur. Durch das System. Für Arthur ruhig den Löwen nochmal aus dem Jenseits zurück. Und sein muss. Ich weiß bloß noch nicht wie. Das ist wie ist ja das Problem. Was zu essen für dich? Reis für dich und trinken kannst. Oh. Na komm bitte. Rüber, was? Arsch mich doch nicht zu, verstanden hat die. Ein selten lebt Wissen, deren korrekte Zubereitung sehr viel Können verlangt. Ein Maler, beziehungsweise Maler macht alles exotisch. Aber Thunfisch und herzhaftes, was ist herzhaftes Gemüse? Müssen wir es zubereiten, müssen wir es doppelt kochen? Gibt's unten, gibt's ein herzhaftes Gemüse, was war? Das glaube ich nämlich gerade. Grützgemüse gibt's. Was der falsche Thunfisch? Das verstehe ich gerade noch nicht. Thunfisch-Tataki. Sehr anspruchsvoll. Thunfisch-Tataki. Zum Glück habe ich hier. Zum Glück habe ich Google parat. Das sind so kleine Schwächen des Spiels, das muss man schon sagen. Dass man so manche Sachen, da bin ich wirklich nicht drauf gekommen. Gerade von Arthur hier das gegrillte Hähnchen. Da kam ich auch nicht drauf. Das ist ein Tuna Tataki. Wie machen wir das dann? Ich schätze, jetzt haben wir keinen Fisch mehr. Müssen wir nochmal neu fangen. Das finde ich äußerst ärgerlich. Und wird auch noch Bulbabies-Dings raus. Königsnacks. Heilige Makrele. Aha.
Fanseite meint hier. Savage Onion, okay. Zwiebel ist eins, was wir dazu tun. Thunfisch und Zwiebel. Reitfresser. Unverschämt. Die machen den Feld kaputt. Du brauchst einen Schafsfeld. Ja. Ist klar. Oh, Zwiebeln. Thunfisch und Zwiebeln, wie ich jetzt erfahren habe. Was ist das, dass hier nicht so einfach drin steht? Ist ein bisschen schon ärgerlich. Haben wir denn überhaupt eine Zwiebel? Wir haben keine Zwiebel. Dann auch safe schon eine da geerntet. Da müssen wir mal wetten drauf. Und dann ernten wir jetzt eine. Machen wir es wieder zum Kartoffelbeet. So, Thunfisch. Komm her, du. Rätselhafte Samen. Und wieder rausgesegelt aus dem Thunfischbereich. Und dann leer gefischt. Das wäre noch schöner. Und den einen Thunfisch, den wir hier kriegen konnten, haben wir verballert. Das wäre Tatsache. Nur das nächste Thunfisch hier. Ich glaube nicht, einer ist. Ja. Ist ein sehr gutes Spiel, aber da gibt es ein paar Punkte Abzug für mich. Aus meiner Sicht gibt es da, dass man sowas hier raten muss, mit den, dass man da, dass die Karotte dann doch nicht, also bei den Gerichten gibt es so ein bisschen, ist schon, da finde ich es auch ein bisschen scheiße, dass man da Sachen, mal so ein teures, hier den Thunfisch, hat man den Thunfisch zu einem, zu einer Grotte getan und wird da dieses random Gericht draus, das da, wo man, das finde ich ein bisschen, naja, was man schon öfters gemacht, dass du irgendwie das hilft, dass irgendwie das Gemüse zu so ziemlich gar nichts benutzen kannst, da wird immer diese Gemüse von da raus, ja, ob du da jetzt eine Karotte oder ein teures
Ding hinpackst, ist völlig egal. Und immer Gemüse von Dross. Ist ein bisschen ärgerlich. Da ist dann zu rätseln. Ich weiß nicht. Wo sind denn alle? Apfel für dich. Ich habe das gefunden, dass dir vielleicht gefallen könnte. Ah, in der antiken Wüste. Da will ich jetzt noch mal anmachen. Gut, da haben wir lange nicht mehr drauf geguckt. Die wertvolle Dinge spielt fröhliche Musik. Jetzt von Mitgliedern serviert, wer nicht. Bruder möchte wissen, wann er endlich was zu futtern bekommt. Das ist scheiße. Verzieh ich mit dem Krebs, wenn ich das kriege. Aber Ansprüche stellen hier. Ich werde echt nicht schlau draus, was der will. Hat ein hübsches Haus, das wird aber meinen. Präziaturen. Diesem großen Schiff findet man nichts mehr. Da sind wir recht da. Atun, wo bist du? Bist du? Ich hab Bretter. Thunfisch. Na komm. Ist man ein bisschen frustrierend, wenn man denkt, man macht kaum einen Fortschritt. Irgendwann hat man die dann auch unter das Boot gezogen. Ein bisschen wie ein Stierkampf. Der Stier der Meere. Nur durchhalten. Hoffen, dass der Fische und der Schwach wird. Na, komm. Thank you.
ich habe mich gleich. Ich kann es nur noch um Stunden handeln. Lauf aus Truhen. Fisch steht ja gar nicht dabei. Ist auch gar nicht nötig. So, versuchen wir es nochmal mit dem Lauflossen Thunfisch und dazu eine Zwiebel. Herzhaftes Gemüse, da steht's. Wurzelgemüse. Na dann, rein damit. Nochmal. Atommarmut. Nee, jetzt nicht. Bin ich froh, wenn wir den wieder los sind. Den Stier hier. Ja, ich bin noch. Das kocht doch hier schon. Ist hoffentlich gleich fertig. Eschenbrote haben wir, Kupferbarren haben wir. Seinstoff und durchsichtige Glasplatte. Oder Gießerei für, oder? Aber irgendwie können wir eine Gießerei können wir doch nicht. Zu klein noch ein Hühnerstall. Welchen Dritte für ein Schafsfleisch? Das wäre mal was, was wir machen könnten. Na komm. Thunfisch Taki. Na, hier bitte. Gleich viel davon. Gustavs gehobener Geschmack drückt sich immer sehr klar in der Vase mit Gerichte aus. Jetzt brauchen wir nur einen geeigneten Ort. Finde das Steak in einem Menü mit 5 Gängen gerecht werden kann. Wie das mit der großen Schatanengurk. Insel mit dem Schrein und den schönen Tischen. Nicht zu edel, aber trotzdem ein guter Ort für eine unverzichtliche Nacht. Werde uns ein schönes Platz hier vorbereiten. Machen wir uns auf den Weg. Okay. Zum Glück ganz in der Nähe. Aber ein Glück. Auf geht's. Überwässern wir mal die Pflanzen. Bin jetzt gespannt, wie das klappt ohne den dritten Gast. Wie und ob. Die Eisgrenze. Mhm.
mal die Katze umarmen. Der Fütter. Darum, dass der ist ganz so. Natur ist sehr glücklich. Mickey, dieser Mickey, den drangsaliert hier, Alter, dieser große Stier. Das ist echt. Der macht Sturm von allen zunichte. Den müssen wir echt mal loswerden. Und gerade rechtzeitig zum Abend. Und dann haben wir ihn begonnen. Fantastisch. Auf geht's. Dann wird's ja schon nachts. Das sieht fantastisch aus. Ich wusste doch, dass du es schaffen würdest. Und alle sind gekommen. Alle. Bereit für die Mahlzeit. Nun gut. Vielen Dank, dass ihr alle gekommen seid. Ignorieren mal, dass der eine schon weg ist. Alleine hätte ich es nicht geschafft. Ich fühle mich wie bei einem richtigen Familienabendessen. Ihr alle habt mich in eure Familie aufgenommen. Danke, es ist schön, unter Freunden zu sein. Und nicht zu vergessen, Stella natürlich. Aber gut, die beiden zu haben und jetzt nicht den Stier noch mit dazu zahlen zu müssen. Meine Nichte. Danke. Gut, ich höre jetzt auf zu reden. Lasst es euch einfach schmecken. Spielen wir Musik dazu. Glücklichste noch. Ich habe nichts abgekriegt. Schade. Ab ins Bett. Nach dem Abendessen. Oh oh. Unke ist verschwunden. Ich hab's ja schon befürchtet. Frank, bist du nach Adressor? Bleib, Frank, das tut mir leid, wie es war. Bleib. Oh wei, mach doch nicht sowas. Du bist Gustav. Gustav. Aha. Jetzt hätte ich recht kostbar. Mir ist aber aufgefallen, dass ein Passagier fehlt. Wie hieß er noch gleich? Den überschwänglichen Freund. Nun ja. Als ob die sich an Arthurs Namen nicht erinnern können. Sag mal. Astrid. Hast du Arthur gesehen? Das ist ein Apfel hier für dich. Arthur? Stimmt, ich frage mich, wo er wohl sein könnte. Ich weiß nicht warum. Aber ich habe das Gefühl, dass er nicht zurückkommen wird. Das macht mich traurig. War immer so fröhlich und lustig. Mhm. Oh, aber sein Schnarchen werde ich definitiv nicht vermissen. Tut mir leid, dass ich dir nicht weiterhelfen konnte, Stella.
Was? Eine Seelenblume. Was? Der ist einfach getürmt, der ist einfach abgehauen. Wir konnten den nicht mal zur. Wir konnten den nicht mal zur Römerpforte bringen. Wir haben den. Arthur ist einfach abgehauen. Arthur ist einfach. Der ist nicht. Wir durften ihn nicht mehr verabschieden. Wir durften nicht mal auf Wiedersehen sagen. Haut der einfach ab. Einfach verschwunden. Nach dem Abendessen einfach am nächsten Morgen. Ich weiß nicht, wo der ist. Wie hieß der nochmal? Ja, tschüss. Das ist wirklich der dreckigste, das ist wirklich der dreckigste Abschied von Arthur, den ich. Ich hätte ihn wenigstens noch zu immer vorzubringen wollen, den dort Gebühren verabschieden. Also, Alter, nein. Nee, ist nicht wahr.